Teil 4. Es wird kompliziert. Ich hätte erwartet, dass Madisons oder LeChucks Schiff schon hier wäre. Du meine Güte, sieh dir die Schäden an. Ich muss mit Carla über die Organisation der Erdbebenhilfe sprechen. Du kommst nicht mit in den Voodoo-Laden? Ich würde ja gern, aber dies ist eine Krise. Es wird weitere Schäden geben. Ich muss helfen. Ich will später alles darüber hören. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Return to Monkey Island. Ja, unbesiegbare dämonische Galionsfigur, okay. Bewacht das Schiff für mich. Beiß jeden, der versucht, es zu stehlen. Keine Sorge. Auf Mili gibt es keine Altholzhändler. Okay, Plakat lesen. Ich glaube, wir sind noch nie hier links rumgelaufen, oder? Ich weiß nicht, kommen wir hier irgendwie... Ja, wir gehen trotzdem mal rechts rum. Ich hoffe mal, da ist es richtig. Was ist denn mit dir? Hast du das Erdbeben gespürt? Ich war zu sehr damit beschäftigt, um mein Leben zu rennen. Okay. Du hast das Kochbuch gerettet. Ja, ich habe das Kochbuch gerettet. Die Decke stürzte ein, das Gebäude brannte, überall rannten Menschen herum. Und ich habe das Kochbuch gerettet. Ja, das ist doch nett. Cool. Gern geschehen. Bist du mit dem Kochbuch fertig? Ich hätte es gern zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es jetzt noch brauchen werde. Okay. Das kann man nicht nehmen? Okay. Wie kommt es, dass du noch hier bist? Die Bar ist halb zusammengebrochen und steht in Flammen. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Drink. Okay, das heißt, wir können den Drink eventuell später nehmen, oder wie verstehe ich das? Dann gehen wir mal erstmal weiter. In der Zwischenzeit auf halbem Weg nach Melee Island. Gib auf, alter Mann! Das Geheimnis wird uns gehören! Ich war schon vor deiner Geburt auf der Suche nach dem Geheimnis. Das ist genau mein Punkt. Das Geheimnis zu finden ist ein Spiel für junge Piraten. Jahrelange Erfahrung und mein unermüdlicher Ehrgeiz werden dafür sorgen, dass das Geheimnis mein ist. Nur wenn du nicht vorher einen Herzinfarkt bekommst. Letzte Chance, es aufzugeben. Sonst vernichten wir dich. Runter von meinem Meer! Okay. Hauptsache, ich bin beeindruckt von deiner Rammtechnik bei Seitenwind. Das muss ich in mein Buch aufnehmen. Meine Mannschaft ist recht geschickt, wenn sie die richtige Motivation hat. Ich mache mir immer noch Sorgen um Threepwood. Er taucht immer auf die unerwarteteste Weise auf. Wir müssen uns keine Sorgen mehr um Threepwood machen. Ich habe ihn gebrochen und dem Tod nahe am Fuße einer Klippe zurückgelassen. Sein Auge war verquollen und aus seinem Bein ragte ein Knochen heraus. Wahrscheinlich haben die Tiere seine Gliedmaßen bereits von einem Ende der Insel zum anderen verstreut. Wir sind uns also einig, dass wir aufhören, uns gegenseitig zu bekämpfen und uns zusammentun, um das Geheimnis zu finden. Einverstanden. Keine zwielichtigen Sachen. Wir teilen uns das Geheimnis. Partner! Na, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade schon sagen, das kann doch eigentlich nichts werden. Jemand hat Elaines Skorbut-Flugblatt verunstaltet. Oh nein, wir werden alle sterben. Bin ich zu spät? War LeChuck hier? Ist Madison gekommen? Haben Sie es bekommen? Wo ist das Geheimnis? Hilfe. Du hast es die ganze Zeit über gehabt. Ich besitze wenig,
Und zugleich viel. Worauf beziehst du dich? Stell dich nicht dumm. Ich habe die Karte. Das Geheimnis von Monkey Island ist hier. Was möchtest du wissen? Kannst du nicht meine Gedanken lesen? Wo ist das Geheimnis? Es ist in dem großen Tresor neben der Tür. Ich frag mal. Wo ist das Geheimnis? Es befindet sich natürlich in dem großen Tresor neben der Eingangstür. Okay. Wo sind die Schlüssel zum Tresor? Warum hast du das Geheimnis? Ja, ich denke mal, das können wir alles nach und nach fragen. Wo sind die Schlüssel zum Tresor? Ich möchte ihn so bald wie möglich öffnen. Ich bin daran gehindert, dir mit den Schlüsseln zu helfen. Ah. Aber es gibt jemanden in der Nähe, der viel weiß. Wie kann ich ihn finden? Sie. Und sie wird dich finden. Woher weißt du das? Sie steht vor dem Laden. Warum hast du das Geheimnis an dich genommen? Warum hast du das Geheimnis an dich genommen? Gehört es nicht auf Monkey Island? Ich habe nichts genommen. Der Tresor kam so, wie du ihn siehst, zu mir und gehört jemand anderem. Ich akzeptierte eine Gebühr und belegte ihn mit einem Zauber, um zu verhindern, dass er bewegt wird. Das ist alles. Okay. Wem gehört der Tresor? Leider gibt es Kräfte, die mich daran hindern, den wahren Besitzer preiszugeben. Ein mit Blut unterzeichneter Vertrag, der grausame Strafen für die Preisgabe von Informationen vorsieht. Eine Art Voodoo-Ding? Nein. Wie konntest du das vor mir geheim halten? Du wusstest, dass ich danach gesucht habe. Es ist kein Geheimnis vor dir, Guybrush Threepwood. Es ist ein Geheimnis. Punkt. Ich bin an eine Vereinbarung gebunden. Sind LeChuck oder Captain Madison hier gewesen? Nein. Das ist seltsam. Sie waren mir weit voraus. Manchmal ist es besser, zwei Feinde zu haben als einen. Aber du solltest keine Zeit verlieren. Ja, das stimmt. Vielleicht habe ich später noch mehr Fragen an dich. Vielleicht habe ich Antworten. Aber ich verspreche nichts. Was ist mit deinem Kessel passiert? Ich habe ihn an einen Suppenladen auf einer anderen Insel verkauft. Sie hatten nichts gegen die Zauberrückstände. Okay. Ist hier noch irgendwas, was wir anklicken können? Ich will hier eigentlich die ganze... ich wollte gerade sagen, die ganze Zeit die Leerstaste drücken. Aber das war bei Justin weg leider nur. Ich hasse es, ihn hier zu lassen, aber ich kann den Tresor nicht mitnehmen und ich muss Schlüssel finden, um ihn zu öffnen. Ich bräuchte eine Menge Schlüssel, um den zu öffnen. Okay, die Frage ist jetzt nur, wo können wir die jetzt her? Oh. Du hast das Geheimnis gefunden. Du bist ein Funke unter gefallenen Blättern. Okay, ich gebe nichts zu. Haben alle außer mir schon davon gewusst? Ganz und gar nicht. Nur wenige haben die Intelligenz und die Geduld, die Hinweise zu entschlüsseln und das Geheimnis zu finden. Ich bin Wydaline Bones. Whitey. Wie du verzerrt mich die Jagd nach dem Geheimnis. Wie du weiß ich, wo das Geheimnis liegt. Aber mir fehlen die Mittel, um den Tresor zu öffnen. Du musst viele Fragen haben. die redet irgendwie wie eine Piratin, ich weiß auch nicht. Wie öffne ich den Tresor? 5 Schlüssel. Goldene Schlüssel. Vor langer Zeit versteckt. Okay, also Schlüssel würde mir jetzt als erstes die Schlüsselmacherin einfallen. Wie sehen die goldenen Schlüssel aus? Ja, vielleicht golden? Wo kann ich die goldenen Schlüssel finden? Die meisten sind bereits gefunden. Ich habe selbst einen. Die alte Mrs. Smith hatte einen, bevor sie starb. Und Bella Fischer auch. Ich habe auch gehört, dass einer auf Bermuda gefunden wurde. Das sind nur 4. Ein weiterer sollte auf Terror Island versteckt sein. Dieser wurde nie gefunden. Warte, ich schreibe das alles auf meine To-Do-Liste. Das klingt gar nicht so schwer. Viele Leute kommen nicht mehr von Terror Island zurück. Außerdem ist Bella Fischer auf dem Meer gesunken und niemand weiß wo. Sie hat ihren Schlüssel mitgenommen. Oh. Okay.
Kann ich mir den Schlüssel ausleihen, den du hast? Nur um's auszuprobieren? Nicht so schnell, du Schlaumeier. Whitey Bones lässt sich nicht so leicht überlisten. Beweise, dass du was drauf hast. Komm zu mir, wenn du mehr Schlüssel hast als ich. Und vielleicht spreche ich mit dir über eine Partnerschaft. Okay. Warum ist das Geheimnis im Tresor und nicht auf Monkey Island? Weißt du das? Das Geheimnis war schon immer im Tresor. Aha. Wie kommt es, dass ich davon noch nie etwas gehört habe? Ich bin ein großer Fan vom Geheimnis von Monkey Island. Man sollte meinen, ich würde davon wissen. Die Hinweise waren tief und clever vergraben. Nur wenige haben sie je entschlüsselt. Und wir behalten sie für uns. Das erscheint alles unnötig kompliziert. So ist das Leben manchmal. Am besten genießt du einfach die Fahrt. Okay. Du scheinst klarer zu sein als damals, als du aus dem Fenster auf der oberen Straße geschrien hast. Wir haben alle unsere guten und schlechten Tage. Wenn du es noch nicht weißt, wirst du schon noch verstehen. Ach, dann ist das die Alte, die da oben hing. Also ich glaube, wenn wir hier durchgegangen sind. Okay, wiederholen soll sie nicht. Wie der aussieht, ist klar. Wir sehen uns, Whitey. Ich muss die Schlüssel aufspüren. Okay, kluger Junge. Aber pass auf, was du tust. Es gibt einen Fluch. Die Schlüssel sind durch einen schrecklichen Fluch geschützt. Hüte dich. Wow, ein Fluch? Okay. Wirklich? Nein. Ich meine, ja, das hat sie gesagt, aber sie war bloß dramatisch. Whitey macht gern einen dramatischen Abgang. Nun, eines ist sicher. Ich weiß nicht, wie man zu einer der beiden Inseln kommt, die sie erwähnt hat. Ich sollte mir lieber gleich eine gute Seekarte besorgen. Eine Seekarte. War das jetzt hier? Ja, genau. Hat er auch Seekarten? Klar hat er auch Seekarten. Der hat 20.000 Seekarten. Ja, hey, also Wally. Karten. Hast du eine Seekarte? Hast du eine Seekarte von der Gegend? Und kannst du die Standorte von Terra Island und Bermuda notieren? Kein Problem. Ich werde auch noch ein paar Extras hinzufügen. Die Schiffsverfolgungsfunktion wird dich umhauen. Es ist ein kleiner Trick, den ich kenne. Du musst bereit sein, einen Schritt weiter zu gehen, wenn du es wie ich zu etwas Großem bringen willst. Sei vorsichtig. Die letzten Piraten, für die ich eine Karte zu Terra Island erstellt habe, wurden nie wieder gesehen. Und Bermuda kann einen bis auf die Knochen herunterkühlen. Nicht viele Piraten wollen dort hinauf. Oh, und wenn du nach Skirby Island kommst, grüß Elaine von mir. Danke, Wally. Und es tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gejagt habe. Das ging jetzt wesentlich einfacher und schneller, als ich gedacht hatte. Er hat ja von einer To-Do-Liste gesprochen. Die kennen wir natürlich. Witchys goldenen Schlüssel erhalten. Das war jetzt die alte von eben, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Den goldenen Schlüssel von der alten Mrs. Smith erhalten. Oder war das jetzt die... Ich bin mir gerade nicht sicher. Bellas Fischers goldenen Schlüssel. Ja gut, das ist, bringt mir natürlich alles nicht allzu viel. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir... Wie komme ich denn hier raus? Da oben war der Schlüssel. Ja gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wer die Leute sind, aber ich glaube, die Schlüsselmeisterin, die hat jetzt nichts damit zu tun. Wir gehen da nochmal kurz hin. Diese Schlosserin. Willkommen zurück. Hallo. Hallo nochmal. Wäre ihre Mutter vielleicht als alte Mrs. Smith bekannt gewesen? Whitey Bones sagte etwas von einer alten Mrs. Smith. Nun, ich habe sie nicht so genannt, aber ich nehme an, einige Leute haben es getan. Vor allem, als sie älter war. Ah. Hat ihre Mutter einen der goldenen Schlüssel gefunden, die sie gesucht hat? Einen. Sie hat ihn mir testamentarisch vermacht. Okay. Ich zahle Ihnen so viel Geld, wie Sie wollen, für den Schlüssel Ihrer Mutter. Das alte Ding, wirklich? Ich beteilige Sie mit 20% am Geheimnis von Monkey Island. Ich bin mir nicht einmal sicher, wie das funktionieren soll. Hören Sie,
Wenn er Ihnen so viel bedeutet, nehmen Sie ihn einfach. Ja! Das war erstaunlich einfach und unkompliziert. Gewöhnen Sie sich nicht daran. Das Leben ist nicht oft so. Ja, deswegen bin ich jetzt gerade auch überrascht. Ich dachte, wir müssen ihn jetzt stehlen oder so. Abgesehen davon, dass ich eigentlich jetzt nicht so hundertprozentig davon überzeugt war, dass wir wirklich zu der Schlosserin müssen. Aber das ist ja mal geil. Okay. Dann, denke ich, müssen wir hier weiter. Können wir jetzt hier? Nee, können wir auch noch nicht. Zeit, die Segel zu setzen. Mealy Island. Ah, sehr schön. Terror zu einem treibenden Schiff segeln. Ja, gehen wir erstmal dahin. Das kann doch eigentlich Ahoi. Nicht so schwer sein. Ahoi! Oh Gott. Ahoi! Ahoi! Es war so klar. Erlaubnis an Bord zu kommen. Das können wir dir leider nicht erlauben. Erlaubnis an Bord zu kommen, Sir. Das ist keine Frage des Protokolls. Obwohl wir ein gutes Protokoll zu schätzen wissen. Lässt du mich jetzt ausreden, oder was? Das tust du offensichtlich gern. Auf diesem Schiff gab es einen tödlichen Ausbruch von Skorbut. Wir stehen unter strenger Quarantäne, damit wir andere nicht mit diesem tödlichen Erreger anstecken. Oh Gott, ich glaube nicht, dass Skorbut ansteckend ist. Woher habt ihr die coole Flagge? Ich glaube nicht, dass Skorbut ansteckend ist. Das weißt du nicht. Der Konditor des Gärtners meines Cousins zweiten Grades meiner Mutter sagt, dass es so ist. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Versuch nicht, uns mit deiner wissenschaftlichen Quacksalberei hereinzulegen. Wenn Skorbut nicht ansteckend wäre, würde nur eine Person daran erkranken. Ist doch klar. Ich glaube wirklich nicht, dass Skorbut ansteckend ist. Das weißt du nicht. Die beste Freundin des Onkels der Mutter meines Cousins sagt, dass es so ist. Verkauf deine Wissenschaft an jemanden, der leichtgläubiger ist. Ja, ist ja gut. Woher habt ihr die coole Flagge mit dem Loch? Wir haben sie im Meer treibend gefunden. Das ist Bella Fischers Flagge. Hm. Sie hat sie wahrscheinlich verloren, als ihr Schiff unterging. Wir haben Angst, sie runterzunehmen und die Skorbutgötter zu beleidigen. So etwas wie Skorbutgötter gibt es nicht. Warum gibt es dann Skorbut? Beantworte mir das. Kann ich eure Flagge haben? Hast du mich nicht gehört? Skorbut an Bord! Quarantäne! Ihr könntet sie mir einfach runterwerfen. Oh, riskiere es besser nicht. Sie ist wahrscheinlich voller Skorbut, glaub mir. Mhm. Boah, was sind das für Idioten? Tschüss. Lasst euch nicht vom Skorbut beißen. Skorbut beißt! Ich wusste, dass es schlimm ist. Skorbut beißt. Hey, Mary. Hast du schon mal Skorbut probiert? Das würde dir stehen. Der hat doch hier irgendwas aktualisiert gerade, oder? Die Flagge vom Quarantäneschiff erhalten, ja. Sie hat schon bessere Tage gesehen. Ja. Das Problem ist, wie kann ich die Flagge erhalten? Ich kann ja jetzt schlecht mit irgendwas ankommen und deren Skorbut hier wegsegeln. Die Aussagen sind ein wenig durcheinander, aber eindeutig enthusiastisch. Gern geschehen und Dankeschön. Ist auch alles nur wegsegeln? In the name of love. Es ist schön, wenn man gewarnt wird. Ihr Schiff, ihre Regeln. Tja, ist ja nur die Frage, was man jetzt machen kann. Vielleicht kann man noch irgendetwas finden. Diese clevere Kombination bringt es wirklich auf den Punkt. Biologische Gefahren mag ich am wenigsten. Ich spüre eine allgemein negative Einstellung gegenüber Besuchern. Du hast... Nein! Okay, ich habe ein bisschen zu schnell geklickt. Sea Monkey 2... Achso, nee, das ist unser Schiff, ne? Würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Scurvy Island. Das hört sich nicht ganz so schlimm an. In der Zwischenzeit. Du hast recht. Er gibt nicht nach. Das ist starke Magie. Ich könnte ihn mit einem Zauberspruch öffnen, aber ich brauche einen guten Kraftpunkt. Das ist besser, als die Schlüssel zu suchen. Wir wissen nicht einmal, wo wir anfangen sollen. Das könnte ewig dauern. Nur ein Narr würde das tun. Ich kenne einen ausgezeichneten Ort für Kraftzauber, aber der ist nicht auf dieser Insel.
Kein Problem. Wir können ihn dort wirken und dann hierher zurückkommen. Wir nehmen mein Schiff. Ich bleibe hier und behalte den Tresor im Auge. Und stiehlst das Geheimnis selbst? Wohl eher nicht. Offensichtlich traut niemand jemandem zurückzubleiben. Wir werden alle zusammengehen. Was, wenn jemand anderes herausfindet, dass das Ding hier ist? Die einzige Karte ist irgendwo auf Monkey Island verloren gegangen und wurde wahrscheinlich schon von einem Wildschwein gefressen. Der Kartenmacher weiß, dass es hier ist. Ich habe sowieso noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Und in diesem Fall ist er selbst das Hühnchen. Oh oh. Ah, Scurvy Island. Hier hat Elaine alle Limetten für das Skorbut-Projekt der Marley-Stiftung angebaut. Sie ist wahrscheinlich schon wieder hier. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Okay. Moment, was ist das? Halt, stopp. Ah, das war eine Quizkarte, okay. Dort steht, die Skorbut-Behandlungs- und Präventionsliga, oder SBUPL, der Marley-Stiftung, heißt sie auf Scurvy Island willkommen. Es ist ein sehr realistisches Abbild des scharlachroten, gefiederten Spitz- und Schnabelvogels. Ich wusste nicht, dass Elaine sich für Holzarbeiten interessiert. Wow, ich bin drauf reingefallen. Ich wusste es. Den holzähnlichen Vogel zum Inselinneren. Jo. Oh Gott, okay. Großer Felsen zum Limettenhain. Wo es wahrscheinlich nur Limetten gibt zum Lager. Ich gehe jetzt mal einfach zum Limettenhain. Wow, Elaine war wirklich fleißig. Ich spreche lieber mit Elaine, bevor ich Limetten von der Stiftung stehle, für die sie so hart gearbeitet hat. Ach ja, okay, von mir aus. Das ist der Strand. Das ist der Ort, an dem das ganze Treibholz während der Treibholzpaarungszeit landet. Ja, dann geh doch dahin. Das ist der Ort, an dem das ganze Treibholz während der Elaine und ich haben darüber diskutiert, ob er wie ein Papagei oder wie ein Kakadu aussieht. Ich liebe diesen Ort. Er ist wie eine 30 Meter lange Zuckerstange. Dann gehen wir halt zum Lager, wenn du mich sonst nirgendwo anders hingehen Elaine, lassen möchtest. Bist du salonfähig? Hallo? Hey, das war mal ein Bild von uns beiden. Was ist mit dem Teil von mir passiert? Hi, ich arbeite heute östlich des Papageienfelsens und nördlich des Sees. Okay. Ich habe einmal einen Jack damit gezwickt. Und dann habe ich irgendwie versehentlich den Heftklammerentferner gezwickt. Ich hatte ihn jahrelang, bevor ich daran dachte, ihn Elaine zurückzugeben. Sie war froh und sauer zur gleichen Zeit. Frauer. Er bedeutet offensichtlich auch Elaine etwas. Okay. Es ist schön getrocknet, vorgeschnitten und bereit zum Einsatz. Okay. Wo hat sie jetzt geschrieben? Elaines Notiz zu lesen. Hi, ich arbeite heute östlich des Papageienfelsens und nördlich des Sees. Östlich? Nee. Östlich vom Papageienfelsen, der hier gar nicht drin ist, und nördlich des Sees. Also das hier ist wahrscheinlich der See. Das heißt hier irgendwo. Ach, oder soll das ein Papageienfelsen sein? Zum Limettenhain. Ah. Hi. Hi. Ich hatte gehofft, wieder auf dich zu treffen. Das hatte ich auch gehofft. Was ist im Voodoo-Laden passiert? Hast du das Geheimnis bekommen? Noch nicht, aber ich bin näher dran als je zuvor. Ich muss nur noch ein paar goldene Schlüssel zusammensuchen, dann kann ich loslegen. Das klingt vielversprechend. Was ist mit LeChuck und Captain Madison? Seltsamerweise waren sie nicht da. Nun, sei vorsichtig. Wie geht es mit deinem Projekt voran? Das Projekt ist auf ein Hindernis gestoßen. Wie du siehst, haben wir jede Menge Limetten, aber die Leute weigern sich, sie zu nehmen. Sie sagen, sie mögen den Geschmack nicht und glauben nicht, dass sie bei Skorbut helfen. Als gewählte Amtsträgerin hätte ich einen Erlass erlassen können. Aber als Privatperson muss ich die Leute überzeugen. Ich habe es mit diesem Flugblatt probiert. Ja, ich habe einen Teil davon gelesen.
Ich weiß, es ist furchtbar trocken, aber die Fakten sind da. Okay, vielleicht können wir damit die Leute auf dem Schiff ja noch überzeugen. Hast du mal versucht, eine andere Schriftart zu verwenden? Comic Sans zum Beispiel. Ja, aber ich brauche eine kleine, damit alle Informationen draufpassen. Wie wär's mit Aufzählungspunkten? Das könnten kleine Limetten sein. Aber die Leute mögen doch keine Limetten. Das ist doch das Problem. Gutes Argument. Was wäre, wenn der Text zentriert statt linksbündig wäre? Irgendwie glaube ich nicht, dass das einen großen Unterschied machen wird. Ich bin mir nicht sicher, was ich dir sagen soll. Es ist im Grunde ein Verkaufs- und Marketingproblem. Und keiner von uns ist ein Experte in diesen beiden Bereichen. Ich verstehe, was du meinst. Ich werde das Flugblatt aufbewahren. Vielleicht finde ich einen Vertriebs- und Marketing-Experten, der es sich ansieht. Okay. Hast du ein paar Limetten übrig? Du kannst ein paar mitnehmen. Wie ich schon sagte, habe ich Schwierigkeiten, sie zu verteilen. Okay, perfekt. Die Frage ist jetzt nur... Ich denke mal, dass wir erst die Flagge erhalten müssen. Wir sind jetzt... Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Terror Island. Elaine helfen, ein besseres Skorbut-Flugblatt zu bekommen. Oh Gott, das klingt irgendwie ein bisschen... kompliziert. Ich weiß ja nicht, was man da alles für machen muss. Wir werden mal gucken. Ich meine, die Folge ist ja eigentlich auch schon wieder fast zu Ende. Eigentlich hätte ich das vorher vielleicht gecuttet. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir... Oh. Das Chucks Schiff ist auch da. Wir fahren jetzt nochmal kurz zu dem Schiff rüber und gucken mal, ob wir damit irgendwas machen können mit der... Schaut euch dieses Flugblatt über Limetten an. Ascorbinsäuremangel, Kollagensynthese, Schleimhäute. Hey, das ist ein Haufen wissenschaftlicher Blödsinn. So etwas brauchen wir hier nicht. Das ist alles nur ein Trick, um unsere Beute zurückzuverfolgen. Als ob du irgendeine Beute hättest. Versucht es mal mit Limetten. Sie helfen gegen Skorbut. Wo hast du das denn gehört? Ist das noch mehr von deinem wissenschaftlichen Hokuspokus? Du musst gehen, bevor du Skorbut bekommst. Boah, ey. Schaut euch dieses Flugblatt über Limetten an. Du hast uns bereits deinen lügenhaften wissenschaftlichen Schwachsinn gezeigt. Nimm dein wissenschaftliches Geschwafel und verschwinde, bevor du Skorbut bekommst. Tschüss. Lasst euch nicht vom Skorbut beißen. Ja, dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und in der nächsten Folge, ja, also erstmal würde ich auf jeden Fall noch zu der anderen Insel reisen. Mal gucken, was wir da noch machen können, diese, ich sag mal, Todesinsel oben rechts. Und vielleicht müssen wir wieder zurückreisen, ja, ich denke mal zu der Bürgermeisterin oder so, um zu gucken, ob wir das nicht vielleicht für die Elaine durchgedrückt bekommen. Wenn wir das durchgedrückt bekommen, würden die Chancen wahrscheinlich nicht schlecht stehen, dass wir sagen können, hier, das ist alles offiziell und nimmt die Limetten, haltet die Klappe und gebt mir die Fahne. Mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge so hinbekommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!